Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Uncharted 4. Und zwar sind wir Mal hier. deinen großen Bruder bestiegen. Im Haus von Nathan Drake. Können hier uns so ein bisschen umsehen. Und treffen dann hoffentlich bestimmt auch noch auf einen Charakter aus den älteren Sir Francis Uncharted-Filmen. Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Gerade ein Fundstück aus Uncharted 1, das Tagebuch. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ja, und da ist die Münze, die auch jeder Uncharted-Spieler kennen sollte, die wir damals im U-Boot gefunden hatten, das in einem Dschungel gestrandet war. Ist hier noch was? Nope. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Den können wir nicht umdrehen. So sieht es also bei Nathan Drake aus. Ist hier noch was? Ah, hier ist noch was. Shambhala. Kennst du dich, Tetsin! Kumpel? Ja, das ist jetzt Uncharted 2. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist noch was. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Können wir schütteln? Weiter geht's. Was ist das? Das ist dann jetzt anscheinend dann auch das Dismas-Kreuz. Danke für nichts, Dismas. Aber wir können uns scheinbar auch immer noch nicht damit anfreunden. Da ja dort unser Bruder gestorben ist. Nicht mehr wirklich mein Ziel. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Weiter geht es. Das war eine verrückte Nummer. Was ist das? Ah, eine Nachricht von Chloe. Hierher, Chloe. Ich glaube, wir müssten dann alles entdeckt haben. Ah, hier. Ja. Eine Art Spielzeugpistole. Oder, ah nee, das ist so wie diese Nerf-Dinger. Wie sie, oder kennt von euch überhaupt noch jemand diese? Diese Nerf-Teile da, diesen Schaumstoff-Dingern. Weitergehen.
Jackson. Friss Plastik. Hab dich. Ja, bin gleich da. Aber die Stimme kennen wir doch. Ist das Elena? Ja, müsste der Stimme nach zu urteilen Elena gewesen sein. So, wo geht's jetzt hier runter? Ah, da. Dann nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, hier. Macht aber alles sehr gemütlich. Und das ist scheinbar unsere Wohnung. Sieht sehr unordentlich aus. Gehen wir noch hier lang. Hier ist ein Bad. Ah, die haben scheinbar so eine Kombi. Dusche, Bad. Weiter geht's in den nächsten Raum. Ah, hier haben wir noch ein... Das ist ein Fotoalbum. Können wir auch umblättern. Wow. Na, das gefällt mir. Jetzt geht's weiter. Also jetzt sind wir wahrscheinlich im Schlafzimmer. Können wir hier irgendwo... Ah, hier kommen wir runter. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Aber erstmal holen wir uns ein Bier. Na bitte. Weiter geht's. Und... Fertig. Okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang oder Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Ja. Sieht gut aus. Also, nur ein Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag im Paradies. Ich durfte eine Ladung Müll aus dem Fluss fischen. Immerhin durftest du schwimmen. War da ein interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Last aus dem 21. Jahrhundert entdeckt. Einheimischen an einen Sattelzug. Oh. So langweiliger. Erzähl von deinem Artikel. Tja. Zuerst war es nur so eine brave Story. Über Tourismus und Bank. Aber ich glaube, im Magazin sieht man nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, schlimm der Smog, dass er sich. Wer kennt das nicht? Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit dem Gabel gesteckt. Was? Erzähl weiter. Es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon von einem Artikel? Was? Der hier? Okay, jetzt können wir entscheiden. Flüge in Bangkok, Bewohner von Bangkok. Ich glaube, ich nehme mal die verschollene Stadt Bangkok. Es geht um, die verschollene Stadt Bangkok. Nein, nicht um Bangkok. Verschollene Städte bei Bangkok. Inner- und außerhalb der Stadtgrenzen von Bangkok.
Wow. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Teams gefragt. Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Teams. Hör zu, ich finde wirklich, du solltest ihn an. Weißt du, was ich will? Wirklich? Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Das ist nicht wert. Es hat sich nicht so riskant an. Okay, wenn wir die Genehmigung sind, dann könntest du eine andere machen. Wie lange Elena, können wir bitte das Thema wechseln? Ich nehme ihn meinetwegen an, okay? Ich weiß, das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann alle abschließen. Halt, ich mach das. Nein, du hast gekauft, ich war schon gut. Ich meine... Zumindest könnte ich es nicht verdienen oder sowas. Lass uns... Darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Oh, eine PlayStation 1, ist ja mal ganz was Neues. Oh, ich lerne schon viel. Was für alte Zeiten. Was ist es? Nein, es muss laden. Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen. Ja. Und die Kreistaste ist dein Dreh. Okay, lauf vom Felsblock weg. Verfolgt mich der Felsblock. Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Und die Kreistaste ist ein Drehangriff. Pass auf die Kugel. Oh, was ist jetzt los? Du bist reingefallen. Alles, hier kletter ich raus. Hoch. Oh, unrealistisch. Ich wäre rausgeklettert. Ich sollte klettern, dann klettern hat mir immer geholfen. Das war's. Was? Das war's? Selber schuld. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt einsatz. Mein Auto muss dringend gewaschen. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Es ist viel leichter. Weiter. Was willst du? Ich warne dich. Was willst du? Sag's dir. Findest du das?